Countdown zu einer besonderen Hilfsaktion. Heute sind es 72 Minuten, in denen engagierte Jugendliche im Jugendzentrum Neuperlach sozial benachteiligten Kindern etwas Gutes tun. Heute werden wir was pflanzen, weil wir ja auch eine biologische Aktion machen wollen. Und wir werden was kochen zusammen mit den Kindern und vielleicht auch ein bisschen beim Lernen unterstützen. An die 30 Kinder aus 20 Nationen werden hier täglich betreut. Ein perfekter Ort für die heutige Aktion. Es ist eine bunte Mischung von allen möglichen Kindern, von Jugendlichen. Und sie lernen sich gegenseitig kennen, sich unterstützen. Die eigentliche 72-Stunden-Aktion startet bundesweit am 23. Mai. Das Ziel: Jugendliche engagieren sich in kleinen Gruppen sozial, ökologisch oder politisch. Grundgedanke: in kurzer Zeit ein großes Projekt aufbauen, ein kleines Projekt aufbauen, irgendetwas, was die Welt ein bisschen verändert und sogar ein bisschen besser macht. Unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" erfahren junge Menschen, dass es gar nicht so schwer ist, sich zu engagieren für eine offene und solidarische Gesellschaft. Möglichkeiten gibt es genügend. Man kann so viel erreichen, was man auch vor 4 Jahren schon gesehen hat. Wir haben in unserer Gemeinde zum Beispiel unseren Jugendraum renoviert und dann ein großes Pfarrfest organisiert. Wir machen von der Kolpenjugend eine Projektgruppe. Und zwar werden wir in der Jugendsiedlung in Königsdorf ein Upcyclinghaus bauen. Quasi ein Outdoor-Klassenzimmer für die Schulklassen, die da hinkommen, nur aus alten Materialien gebaut. Gutes tun und Spaß haben dabei. Beim heutigen Auftakt der Aktion werden in nur 72 Minuten noch gemeinsam Tomaten und Radieschen gepflanzt, später ein leckeres Essen zubereitet. Für einen Testlauf viel Programm, aber für alle eine tolle Erfahrung. Wir machen viel Spaß, wir reden immer durch. Am Anfang bin ich ja immer so der zurückgehaltene Typ und schäme mich ein bisschen, aber die Damen sind alle sehr nett. Die Kinder spaßen mit uns und freuen sich, dass sie was zu essen von uns kriegen und haben uns begeistert gerade von ihren Büchern erzählt, die sie gerade lesen. Und das war sehr schön zu sehen. In kürzester Zeit Ideen entwickeln und umsetzen, sich einsetzen für eine solidarische und gerechte Welt, das ist das, was viele Jugendliche derzeit bewegt. Ich glaube, wir merken gerade, dass junge Menschen sich überall engagieren wollen. Man muss ihnen nur aufzeigen, wie es geht und ihnen zeigen, wie sie diese Wege gehen können. Denn junge Menschen haben unglaublich viele Interessen, was zu bewegen, was zu verändern. Sich kümmern und vor Ort mit anpacken. Heute waren es nur 72 Minuten. Ein Vorgeschmack auf das, was alles möglich ist innerhalb von 72 Stunden.